Stell dir ein Imperium von mehreren Staaten und über 100 Nationalitäten vor, die friedlich, ohne Bürgerkrieg, Seite an Seite miteinander lebten. Mit einem eigentlich aushaltbaren Maß an Diskriminierung, praktisch ohne soziale Spannungen. Mit einem natürlich etwas propagandistischen, aber sehr guten Bildungssystem. Mit einem natürlich etwas barbarischen, aber sehr guten Gesundheitswesen. Mit Sportlern und Künstlern, die natürlich ein kleines bisschen altmodisch waren, aber trotzdem eine Kultur repräsentierten, auf die man stolz sein konnte. Also, stell dir ein Land vor, das nicht unbedingt perfekt ist, aber ein stabiler und sehr guter Ort, um zu leben. Denn so erinnere ich mich an die Sowjetunion, in der ich 1985 geboren wurde. Genauer gesagt in der sozialistischen Sowjetrepublik Kasachstan. Mein Vater war ein leidenschaftlich bestechlicher, sozialistisch klauender Verwalter eines staatlichen Lagers für Baumaterialien, und die Freunde meiner Eltern waren leidenschaftlich bestechliche, sozialistisch klauende, erfolgreiche junge Leute, die die frisch entstandene Oberschicht des Landes bildeten. Und unser Leben war sehr, sehr gut. Und dann zerbrach ganz plötzlich die Sowjetunion. Und niemand hat damit gerechnet, niemand hat sich darauf vorbereitet. Und jetzt stell dir bodenloses Chaos vor. Die Sowjetunion löste sich also auf und ein Land erklärte sich für unabhängig, das es davor niemals gab, das keinerlei eigenständige Struktur oder Wirtschaft besaß. Es ist nicht so, als wäre es von einem bestehenden, funktionierenden System geschluckt worden wie die DDR. Nein, es war ein absolutes Vakuum an Macht, Recht und Ordnung. Der Rubel wurde praktisch über Nacht für wertlos erklärt. Alle Menschen verloren ihr gesamtes Erspartes. Millionen Menschen verloren ihre Arbeit, weil die Wirtschaft zusammenbrach. Lebensmittelläden blieben leer, weil der Nachschub ausblieb. Die Polizei war unbezahlt und finanzierte sich über Korruption. Und jetzt stell dir vor, wie schnell in einem solchen System Kriminalität zunimmt. Und während also noch alle irgendwie mit dem Überleben beschäftigt waren, hat sich ein machtgeiler Diktator an die Spitze gesetzt, hat seine Familie in jede wichtige Position des Landes gebracht und machte sich selbst zum Milliardär, weil er die gesamten Ressourcen zu Schleuderpreisen an den Westen verhökerte, wofür ihn der Westen natürlich liebt und schützt. Wobei genau genommen im Vergleich zu Kasachstan Putins Russland ein scheiß Paradies an Menschenrechten und Meinungsfreiheit ist. Und um seine Macht zu festigen, hat nun dieser Nursultan Nazarbayev eine gigantische Welle von kasachischem Nationalismus losgetreten, die letzten Endes alle anderen Volksgruppen mit massiver Diskriminierung und Rassismus traf und dafür sorgte, dass innerhalb von wenigen Jahren Millionen Russen, Ukrainer, Usbeken, Kirgisen, Deutsche, Juden, Chinesen und Koreaner das Land verlassen haben. Und dieser Weg hin zu Chaos und Nationalismus fand in allen 5 zentralasiatischen Republiken genauso statt. Nur mit dem Unterschied, dass in Tadschikistan Deutsche, Russen und Juden auf der Straße geköpft wurden. Also wenn sich irgendjemand fragt, warum der Westheld Gorbatschow bei uns nicht ganz so beliebt ist, darum. Ich erinnere mich an den Revolver meines Vaters unter seiner Seite des Bettes und ich erinnere mich an die Schrotflinte meiner Mutter unter ihrer Seite. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater einmal für über eine Woche verschwunden ist und wir nicht wussten, ob er jemals wiederkommt. Und ich erinnere mich nicht daran, aber ich wurde in dieser Zeit auch mal entführt. Und nach 1,5 Jahren dieser kostenlosen mittendrin statt nur dabei Action beschloss meine Mutter schließlich, dass es Zeit wäre, an einen sicheren Ort zu kommen, und so beschlossen wir, hierher zu kommen, ohne die Absicht zu bleiben. Einfach nur so lange, bis sich die Situation dort beruhigen würde und